Herzlich willkommen zur Veranstaltung Drei Fragen an eine Person mit ADHS. Dies ist eine Veranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe Respekt Viva Diversity und es handelt sich um die Kurzvariante der Veranstaltung. Falls Sie Interesse an ausführlicheren Antworten und einer ausführlichen Vorstellung meiner heutigen Gästin Anna Sommerer haben, dann schauen Sie doch gerne die lange Variante, die Sie ebenfalls in unserer Medienbibliothek finden. Wir starten jetzt direkt mit den drei Fragen bzw. mit der ersten der drei Fragen. Und diese adressiert das Thema Vorurteile und lautet: Welche Fragen sollte ich dir als Person mit ADHS nicht stellen? Die erste Frage wäre, wie kann das sein? Ich dachte nur, Kinder oder vielleicht sogar nur Jungen könnten ADHS haben. Und die Antwort darauf ist ein klares Nein. Jeder kann ADHS haben. Und ADHS besteht auch weiter im Erwachsenenalter, da es sich eben um eine neurologische Störung, also um eine Veränderung des Gehirns handelt. Die zweite Frage wäre dann, wirklich, du hast ADHS, du wirkst gar nicht so? Und das ist mit dem stereotypen Bild verbunden, das man von einer Person mit ADHS hat, also hauptsächlich die Hyperaktivität, die man damit verbindet. Es gibt aber tatsächlich zwei unterschiedliche ADHS-Typen. Einmal natürlich den Hyperaktiven, der den meisten bekannt ist. Dann den unaufmerksamen Typ, der eher verträumt ist, wo das Hyperaktive nicht so stark ausgebildet ist. Und dann noch den dritten Typ, den ja, gemischten Typ oder den kombinierten Typ, wo eben beides zu gewissen Anteilen auftritt und keines davon vorherrscht. Ja, aber das, was alle gemeinsam haben, sind eben die drei Hauptkriterien, nach denen auch zum Teil diagnostiziert wird, und zwar die Unaufmerksamkeit, die Impulsivität und die Hyperaktivität. Die dritte Frage wäre dann, warum bist du so komisch? Das ist sehr beleidigend und sollte natürlich nie irgendjemandem gestellt werden. Aber bei ADHS-Personen treten oft andere Verhaltensweisen auf, dadurch, dass wir eben Reize anders wahrnehmen und anders verarbeiten und dann natürlich auch anders darauf reagieren. Und wir sind uns dessen auch bewusst und es ist immer nett, wenn man dann nicht nochmal explizit darauf hinweist. Vielen Dank. Kommen wir zur zweiten Frage. Bei dieser geht es um die Lebenswelt meiner Gästin. Sie lautet: Hast du eine der folgenden Aussagen schon mal gehört? Und bei dieser Frage haben wir diese beiden Schilder, nämlich das X und das Häkchen. Und wenn ich jetzt eine Aussage vorlese, dann wird Anna eben mit dem Schild darauf reagieren und ich auch. Und wir werden damit zeigen, ob wir die Aussage schon mal gehört haben oder nicht. Die erste Aussage lautet: ADS gibt es nicht. Es ist eine Erfindung der Pharmaindustrie bzw. eine Modediagnose und sie wird ja, verordnet, um zum Beispiel kleinen Kindern das Medikament Ritalin zu verschreiben. Ja, die Aussage stimmt natürlich so nicht. Man hat das Gefühl, dass die Diagnose ADHS in letzter Zeit natürlich öfter gestellt wird. Und das liegt einfach daran, dass eben mehr Forschung in diesem Bereich betrieben wurde, dass man mehr Erkenntnis gewonnen hat und jetzt einfach ein bisschen sensibler ist und eben die Sachen schneller erkennt. Die zweite Aussage: ADHS wird durch Zucker, durch schlechte Erziehung oder durch zu viel Zeit vor dem Fernseh oder Handy verursacht. Wieder mal ein klares Nein, das stimmt natürlich so nicht. Habe ich ja vorher schon gesagt, es ist eine neurologische Störung. Also kann es nicht einfach durch irgendwas beeinflusst werden oder auf einmal erzeugt werden. Man wird damit geboren. Und die dritte Aussage: Menschen mit ADHS haben eine schlechte Arbeitsmoral. Das habe ich schon öfter gehört, also dass man mich zum Beispiel als faul bezeichnet hatte oder so, oder mit mir frustriert war, weil ich Arbeiten zum Beispiel nicht im gleichen Tempo wie andere erledigt habe. Und der Grund ist ganz einfach, dadurch, dass eben die Dopaminausschüttung im Gehirn ein bisschen anders abläuft, beziehungsweise vermindert abläuft,
kann es eben dazu führen, dass man Sachen verstärkt aufschiebt oder dass man sich schwer tut, längere Aufgaben konsequent und schnell durchzuführen. Und da entsteht eben schnell der Eindruck, dass man einfach nicht möchte oder eine schlechte Arbeitsmoral eben hat. Vielen Dank. Kommen wir nun zur dritten Frage von drei Fragen an. Und bei dieser Frage geht es um das Thema Aufklärung. Und sie lautet: Welche Aspekte zum Thema ADHS sind dir besonders wichtig? Ja, einmal möchte ich nochmal hervorheben, weil ich das Gefühl habe, dass es den meisten Menschen nicht bekannt ist, dass es eben eine neurologische Veränderung des Gehirns ist, dass die Beeinträchtigung ein Leben lang besteht und dass man das auch nicht heilen kann. Und daraus folgend ist es natürlich auch wichtig, dass man auf die individuellen Bedürfnisse jeder Person eingeht, natürlich auch unabhängig davon, ob sie jetzt ADHS hat oder nicht, dass man die anerkennt und berücksichtigt und zum Beispiel am Arbeitsplatz eben die nötige Unterstützung anbietet. Generell wünsche ich mir einfach mehr Respekt zu dem Thema und auch den Betroffenen gegenüber, weil es ja doch eine sehr stigmatisierte Erkrankung ist. Und gleichzeitig wünsche ich mir auch mehr Forschung. Das hat sich zwar in den letzten Jahren schon ein bisschen geändert, aber der Fokus ist immer noch hauptsächlich auf Kinder und es wäre wichtig, dass eben der Fokus auch mehr auf Erwachsene mit ADHS und auch Frauen mit ADHS gelegt wird. Dann noch zu Ritalin vielleicht. Das ist zum Beispiel bei einer Person mit ADHS nicht so wie bei einer Person, die kein ADHS hat, durch die unterschiedliche Gehirnstruktur und die unterschiedlichen Abläufe im Gehirn dann. Und dass Ritalin eben unter das Betäubungsmittelgesetz fällt und nicht an Menschen ohne ADHS weitergegeben darf und dass man natürlich nicht leichtfertig damit umgehen sollte. Und als letztes möchte ich darauf hinweisen, also wir sind jetzt eher auf die negativen Aspekte von ADHS eingegangen, aber dass es auch viele schöne Seiten hat und viele Vorteile mit sich bringt, ADHS zu haben. Zum Beispiel sind die Personen oft sehr kreativ, haben gute Problemlösungsfähigkeiten, sind sehr empathievoll und sehr intuitiv, also sie haben eine gute Menschenkenntnis. Dann haben Menschen, sind Menschen mit ADHS oft sehr wissbegierig und sehr begeisterungsfähig für bestimmte Themen. Und wenn sie sich für etwas begeistern, haben sie auch eine sehr gute Auffassungsgabe und können auch sehr schnell lernen. Also ein Mensch mit ADHS ist nicht gleich irgendwie dumm oder braucht länger, um bestimmte Sachen zu lernen. Ja, vielen lieben Dank, Anna, für deine Zeit an der Veranstaltungsreihe Drei Fragen an teilzunehmen. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es sich bei dieser Veranstaltungsreihe um Erfahrungsberichte handelt und die au getroffenen Aussagen keine Garantie auf Gültigkeit für alle Personen mit ADHS haben. Ja, wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin Interesse an unseren Aktivitäten im Rahmen der Initiative Respekt haben und ja, freuen uns, Sie auch in Zukunft wieder begrüßen zu dürfen.